hey, hast du Lust, dich mal mit mir zu treffen? Nö, aber ich glaube, du könntest mal abnehmen. Klingt ziemlich gemein, oder? Nicht ganz so, aber ähnlich sah die letzte Kampagne von Weight Watchers aus. Die haben ein Fake-Profil mit dem Fotografen Paul Ripke erstellt und damit Frauen bei Tinder angeschrieben. Diät statt heißem Flirt. Viele Frauen hatten diese Nachricht in ihren Privatchats. Darin war ein Anmeldelink für Weight Watchers. Ganz schön übergriffig. Das fanden viele Betroffene. Aber was passiert, wenn Werbung mal richtig zu weit geht? Damit beschäftigt sich der Deutsche Werberat. Der kontrolliert, dass keine ethischen Grenzen überschritten werden. Und eigentlich gibt es da einen positiven Trend. Die Anzahl der Fälle ist im Vergleich zum Vorjahr nämlich deutlich gesunken. Weight Watchers jedenfalls hat sich öffentlich entschuldigt und die Werbung sofort zurückgezogen. Das heißt, euch kann sowas nicht mehr passieren.